Oh shit, ich bin gerade aus dem Schloss raus und wollte natürlich wieder ein paar Jobpunkte grinden zum unseren Salben machen. Ein paar Leveln, es sind jetzt zwei oder drei Kämpfe im Schloss noch gsi. Und habe jetzt gerade die Festung da verloren. Jetzt kommt gerade zur Zwischensequenz. Anscheinend hat die Fette mein Quertfett überlebt. Und da ihr das nicht verpassen wollt fürs Video, habe ich jetzt gezwungenermaßen die Folge nochmal starten müssen, damit man sehen kann, was genau da passiert. That was close. I made the right call drinking that concoction to fake my death. Clever, It muss ich da lau. seems the Vestal was convinced of my demise. The world is indeed full of fools. So you flee again, do you? But of course! I do what I must to survive! By any means necessary. Kopf ab! As long as I survive, I am confident my fortunes will be reversed! After all, who but I can create weapons with the power to kill tens of thousands in one fell blow? And once I am ready, I will obliterate you all! The sword bearers and shield bearers, the Vestal, and even the Black Blades! And then the world shall be mine. Mine? Tja, täusch das vor, Fettsack. Not the world of the living. Ja. Yeah. Okay, schade. Eigentlich könnte ich die Folge jetzt wieder beenden. Na, wir haben zwei Level gemacht mit Agnes als unsere Salbenmacherin. Ich möchte nur ganz kurz zeigen, was neu dazugekommen ist. Also wir haben die Fähigkeit vermischen, die einfach zwei Gegenstände vermischt in einen neuen, also die ganz normale Standard-Salbenmacher-Alchemisten-Fähigkeit. Wenn er erste Hilfe kriegt, ist ziemlich cool, die kostet nämlich nichts als Einsatz. Und am Ende der Runde werden einfach die TP von dem Charakter, der am wenigsten HP übrig hat, einfach wieder geheilt. Und das Coole ist, das funktioniert im stille Zustand, weil es eigentlich keine Magiefähigkeit ist, sondern ein Softskill, kann man so sagen. Und Experiment transformiert einen Verbrauchsgegenstand in einen Angriffsgegenstand. Das bin ich noch nicht dazu gehört zum Soos probieren. Richtig ist, wichtig ist allerdings, dass das Heilwissen die Wirksamkeit von einer Reihe von Erholungseffekten erhöht. Sprich, alles, was an Items, Magie, alles, was Heileffekte hat, wird dadurch verdoppelt. Und mit der richtigen Jobkombination, mit der richtigen Fähigkeitenkombination, bin ich davon überzeugt, dass das ein brutal Imba-Skill wäre könnte. Stell dir vor, wenn du mit ganzheitlicher Magie oder wie das heißt, also dass der Weißmagier seine Heilmagie ohne Verluste auf die ganze Gruppe casten kann, mit dem doppelten Effekt, mit einer Ausrüstung, die die Weisheit brutal erhöht, da kannst du mit einem simplen Vita, das glaube ich nur 4 Mana kostet, kannst du ja die komplette Truppe fast komplett aufheilen. Und wir haben ja nicht einmal den Spirit Master, da kommt er dann auch noch dazu, hoffe ich. So, vermischen. Ich muss jetzt Experiment einmal aus experimentieren. Was passiert, wenn ich einen Trank nehme? Also das macht ja einen Angriffsgegenstand draus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das vorstellen muss. Ach so, ich hab gemeint, die wendet das. Ich meine, die wendet das gleich direkt auf sie selber. Ah, okay. Na, dann passt es. Was natürlich auch noch geil ist, ist, ich habe ja jetzt der Freiberufler wieder gehört. Der kann ja Imitation. Und wenn ich das jetzt mache und sie als erstes angrifft. Na, der Tis griff zuerst an. Scheiße. Okay, ist ja wurscht. Weil sie kopiert nicht ihren eigenen letzten Skill, genau, sondern der generell als letztes ausgeführt worden ist.
Und das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich hätte gehofft, dass sie ihre eigenen Skills damit imitiert und nicht einfach nur die, wo zuletzt gegangen ist. Das wäre dann nützlich, wenn man, wenn sie die schnellste wäre, von der Geschwindigkeit her. Wenn sie die schnellste wäre, von der Geschwindigkeit her, und in jeder Runde als erstes Drakut, na, dann kann sie trotzdem nicht auf... Na, schade. Ich versuche das gerade zum Kombinieren mit dem Barde, oder mit der Performerin, dass sie die... mein Held-Fähigkeit, dass sie die viermal pro Runde einsetzen kann. Ich finde schon ein Werk. Und mir fällt gerade auf, dass der Fettsacker war ja gar nicht bewaffnet. Er hat doch gar nicht physische Angriffe, er hat einfach nur seine Fähigkeiten verwendet. Ich glaube, ich habe Bäre. Warte mal, ich muss kurz schnell. Ich habe die Ausrüstung Bäre noch gar nicht überprüft. Ah, okay. Großschild. Soll ich was sagen? Wir haben jetzt ein doppelt so starkes Vitra. Wenn wir den Schild verwenden, weil es ist ja WTO als Item oder als Ausrüstung bezeichnet und das hat das verdoppelte Heileffekt jetzt einfach von Vitra. Ich möchte jetzt mal schnell schauen, was. Wie viel das heilt. Kann ein Gegner kommen, bitte? Jawohl, gut. War gerade ein bisschen verwirrt. Ah, das sind jetzt halt Statismus auf viermal Angriffe. Ah, das haut jetzt wieder nicht hin, weil der Tiss wieder alle vernichtet. Okay, dann muss ich das anders machen. Ich will das jetzt ausprobieren. Beim nächsten Kampf haben wir sowieso wieder neue Fähigkeit mit dem Salbenmacher. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Aber ich möchte jetzt das einfach probieren. So, gesegnetes Schild benutzen auf alle. Und dann griffst du dreimal an. Tissi macht Default und der Dia macht. Macht auch Default? Ich weiß nicht, wer. Sie kommt als zweites dran, glaube ich, ja. Alter! Hat er das gesehen? Es war nur kurz zu sehr, aber. Die heilt einfach 2000. Fast 2000 für die ganze Gruppe. Angriffsgegenstand plus. Was kann das? Erhöht die Stärke für Angriffs. Auf, genau, für Bombersplitter und Luther so Scheiß. Sehr interessante Klasse bisher, ich muss sagen. Ah. Nicht so. Wieso habe ich denn Scheiß drin? Ich habe doch keinen Bade mehr. Erhöht den Schaden von Angriffsgegenständen. Hau mal hin. Auch Giftimmunität. Hätte natürlich auch noch was, gell? Es gibt so viele Fähigkeiten. Nehmen wir den anders mal. So, weiter geht's mit der Story. Here at last. That
was a risky move, but we made it back all right. Stimmt. Here, here. It's not like tis to go out on a limb like that. But we survived, and that's what counts. Lebt ihr jetzt noch oder ne? He must be exhausted. He's sound asleep. You did well to carry him on your back all this way, Tiz. You must be tired too. I'm fine. More importantly, this boy may know of a way into the Temple of Fire. We should ask him now. Don't you agree, Agnes? I do, if that is true. First, let's head to Commander Goodman's residence. Goodman hast du, genau. Warum genau sind wir denn nochmal da hergekommen? Oh, die Residenz ist ja dahinter, genau. Okay. Vergessen, was ich gerade gesehen habe. Hegel, you're alive! Do you know this boy? His parents were part of our household guard. They lost their lives 3 years ago protecting my husband. We hadn't heard from Aegle since then. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch keine Sidequest übersehen. Work in the Mithril Mine. Mrs. Goodman, could we ask you to look after Aegle here for a while? We can't take him with us where we're going. Yes, of course. He's awake! Where am I? I have to hurry. Hurry where? To Feuerwestel, Mann. Feuerwestel asked me to help. I have to go. Where is this? Where am I? Wait, Eagle! Kinder in Videogames, die Sechse. Ich möchte nur kurz auf die Weltkarte zurück zum... Hat sich erledigt. Ich wollte nur schnell schon oben vielleicht irgendeine Sidequest besuchen. Eagle, thank you for rescuing me. But I have to go back to the Mithril Mine. Weaver captured the mine from the Swordbearers. You don't have to work there anymore. All your friends have been freed. I still have to go back. Go back where? Does this have something to do with the Fire Vestal, Eagle? That's right. Did you meet her? No, I've never met her before. But I sometimes see her in my dreams. I really do. She always seems sad and tells me, go to the deepest tunnel. Lead the wind there. The wind? The deepest tunnel? Does it lead somewhere? Yes. Who are you? The wind! She is the wind vessel. What? That means... Richtig, du musst sie da durchbringen. Mhm. Even in death, it seems the Fire Vestal is trying to fulfill her duty through Eggle's dreams. I must see this done. I must. Eagle, show me the way to this tunnel. Got it. Leave it to me. Wait. Eagle's in no state to go anywhere. Hey! Why do you object, Tiz? Because it's dangerous. Objection, hearsay. Entschuldigung, ich bin erklärt vergiftet von einem Diffamations. Tiz. How is Eagle? He's asleep at last. Idea is with him now. Agnes and Eri are in a huff. We couldn't let Eagle take them into the mine. It's too dangerous. You know, ever since we found Eagle, you've stopped having your nightmares, Tiz. Huh? Really?
Ich weiß nicht, ob ihr die Verleumdungsverhandlungen von Johnny Depp und Amber Heard ein bisschen mitverfolgt habt in letzter Zeit. Es ist Comedy Gold, ich sag's euch. Understood. Be careful out there. Where is Aegle now? He's holed up in his room. He won't let anyone in. We can't take him with us. Even so. Wir finden den Weg, Osiel, danke. No matter. I questioned him thoroughly about the location of this passageway. Sag doch. Let's set out then. Also, wenn sonst nichts geschieht, sondern Glotze gut, gell? Wenn sie den Prozess böse ausstrahlen täten im ORF, ich schwör's euch, ich tät so gern Gis dafür zahlen. Absolutes Comedy Gold. Doppler-Ei. Wait a second. War das Doppler-Ei für Erfahrungspunkte und das goldene Ei war für Gold? Gibt's so einen Gegenstand, der Jobpunkte-Einkommen verdoppelt? Schildschlag. Der komische Freundbot, der wechselt dort dauernd seine Skills. Das nervt mich, klar. Vor allem habe ich auch keinen Einfluss drauf, was der als nächstes für ein Skill in ihn tut. Okay, ich verzeichne aktuell keine Sidequests, das ist alles ohne blaue Rufezeichen. Aber ich schaue trotzdem mal noch kurz da hin, weil vielleicht hat der ja doch etwas für uns. Quotenwurm. Nö. Die führen immer nur Krieg. Das ist ein ziemlich stiller Krieg. Aber sie führen Krieg. Halt, fuck! Nochmal inne! Verdoppelt Geld, vernichtet aber die Erfahrung? Cool! 200.000 Big! Bis wenn sich das amortisiert hat. Das heißt, das andere macht es umgekehrt. Verdoppelt die Erfahrung, vernichtet aber das Geld. Ich will etwas für Jobpunkte machen. Mir sind XP und Kohle sind mir eigentlich scheißegal. Ich hätte gerne für Jobpunkte. Ist ja geil, wenn jetzt alle Klassen mastern würde, so auf die Schnelle. Schon was. Oh, hier Zwischensequenz. Aegle? Kinder! What are you doing here? Ach, ja, ich wollte halt dabei sein, Mann. Oh, ist das ein Bossfight? Das war ein langweiliger Bossfight. We specifically told you not to follow us. Are you listening to me, Aegle? But I'm the only one who knows how to open up the way through. What? You have to squeeze into a really tight hole to open up the way through. You'd never be able to fit. Not in a million years. You said nothing about this back at the house. You tricked us. I didn't trick you. I just left that part out. It's the same thing.
Anyway, I'm small enough to fit through a silly little hole. Ey, hat's gerade vorher sagen will, aber er wollte den Dialog nicht unterbrechen. What's the passage up? What's the lever? You didn't say anything about that. Nope, I didn't. Well, we'll have to take Eggle with us now. That's the only way to awaken the crystal. We can't do that. What if he gets hurt? No need to yell at Agnes, Tiz. What are you so upset about? I... What do you propose then, Tiz? Will you make him go back by himself? I wouldn't do that. We'll go back with him. What if the sword bearers or black blades beat us to the temple? Eggle was just attacked by the enemy, right? He was held prisoner by them before as well. They may already be aware of this passage he found. But... I believe we should focus on the task of awakening the crystal. Exactly! To cleanse the darkness from this world, we must accept some risk and some sacrifices. Never! What are you saying, Eri? I don't want anyone to be sacrificed. I won't allow it! What then? You have been impossible lately, Tiz. You are trampling upon the will of Eggle, the late Fire Vessel, and me. As a vessel, I cannot let you do this. Do not interfere with my mission. Hey, both Tiz wird der neue Endboss oder so, hab ich das? Hab ich das Gefühl? He reminds me of my little brother who died. Till. What? When that chasm opened up and Norende was swallowed by darkness, my little brother, about the same age as Eagle, he fell along with it, right before my eyes. I couldn't save him. I couldn't hold on to Till's hand any longer. The look on his face as he stared back at me and fell into that black pit hasn't left my mind ever since. The same goes for the Water Vestal. It was agony, watching her life fade in front of me. I couldn't bear to watch Agnes cling to her and weep. I've seen enough death to last a lifetime. That's why I don't want to lead Eggle into peril, even if it is to deliver the world from danger. Hmm. Then why don't you try to stop Agnes from facing danger, Tiz? Because I know that no matter what, Agnes would just go off on her own. And I promised Agnes that I'd stay at her side, to be there, to protect her. Tiz? Well, there's your answer. Huh? What do you mean? We'll go together with Eggle. Tiz will protect him. We all will. Right? Please, let me go! I want to see the Fire Vestal's wishes carried out! You win. But you're not to go wandering off without us, okay, Eggle? Got it! Thanks! Huh? What? Never mind. It's nothing. Let's move on. Wieso hat die Feuerwestalin eigentlich nicht ihre komischen Erscheinungen mit der... Warum wendet sie sich an das dumme Kind, das bis wir da aufgeschlagen sind in der Welt überhaupt keine Rolle gespielt hat? Wieso wendet sie sich dann nicht einfach an Danias im Traum für wegen, oh, du musst ja durch und meinen Kristall wieder entzünden, keine Ahnung. Eri gegen Egil. Egil, ich bin... Hey, Egil, ich rede mit dir. Hallo. Ja, ich höre dich. Geh mir nicht auf die Nerven. Irgendwie mag ich den Kleiner. Nerv? Und das, nachdem du mich angelogen hast, du Winzling? Wenn ich es dir doch sage, ich habe nie gelogen. Du hast nicht gefragt, also habe ich es nicht erwähnt. Das ist alles. Oh, diese frechen Antwort muss ich mir von dir nicht gefallen lassen. Und ich bin viel größer als du. Von uns beiden bist du nämlich der Winzling. Was hast du gesagt? Gar nichts. Ich habe kein Sterbenswörtchen gesagt. Also wirklich, was sind denn das für Manieren? Du sprichst hier mit einer Kristallfee. Agnes, hörst du das? Egil benimmt sich unmöglich. Agnes, bitte.
Harry, er ist doch noch ein Kind. Bitte verhalte dich doch nicht so unreif. Siehst du, da hast du's. Haha, du hast sie gehört, Harry. Oh, du Kleiner. Idee, Ringabel, Tis, sag doch auch mal was. Ja. Lass den Kopf nicht hängen oder so. Danke für gar nichts, Freunde. Mann, es labert ja schon wieder. Okay? I will. I know this place like the back of my... Wow! What? Und das Erste, was er macht, ist der Vorrenner. Das, was er versprochen hat, was er nicht machen soll. This isn't the time for that, Eagle. You've got to stay with me, okay? Gib mir das Mithril. Oh, come on! Finding this can mean the difference between eating or not, you know. It's a precious find. Let it go, Eagle. The war will be over soon. Then you won't have to worry about finding Mithril anymore. Wow! Now that I look at it more closely, I think this is Orichalcum. Amazing! When we find some of this, we get eggs with our dinner. It's my lucky day! Oh. Bah! Geht's dir gut? Ja, tut mir leid, bin nur gestolpert. Meine Augen haben sich noch nicht an das Licht gewöhnt. What? Ein Grund mehr, warum du aufpassen solltest, wohin du trittst. Wisst ihr, wenn man so drüber nachdenkt, ist der Mond viel besser als die Sonne. Wie kommst du denn darauf? Der Mond scheint, wenn es draußen dunkel ist, sodass wir in der Nacht sehen können. Ja, liebes Kind, das tät er aber nicht, wenn es kurz untergeht. Weil Mondlicht nichts anderes ist als vom Mond reflektiertes Sonnenlicht. Die Sonne scheint nur am Tag, wenn es sowieso hell ist. Genau, und das ist genau der Grund, wieso viele davon überzeugt sind, dass Astronauten auf die Sonne fliegen könnten, wenn sie das nachts machen, weil dann ist sie ja aus. Ehrlich, ihr habt schon so Beiträge gesehen. Unglaublich, zu was Menschen in der Lage sind. An Dummheit nicht zu überbieten. Ich meine, er ist ein Kind, das war jetzt nur fernbezogen, aber es gibt echt Leute, die sich fragen, wieso die NASA nicht in der Nacht auf die Sonne fliegt. Ja genau, es ist doch tagsüber gerade deswegen hell, weil die Sonne scheint, du Dummerchen. Und wusstest du, dass der Mond nur des Sonnenlichts wegen scheint? Wow, wirklich? Der Mond scheint nur wegen der Sonne? Das ergibt schon irgendwie Sinn. Die Sonne muss wirklich dankbar sein. Dankbar inwiefern? Na, weil immer wenn die Sonne müde ist, der Mond für sie einspringt, damit sie sich ausruhen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Agnes, ich glaube, das ist das erste Mal in dem Spiel, wo ich dazu stimmen muss. da müssen wir runter. Ja, warte mal. Na, das ist der Geheimgang. Da muss das Kind hin. Da ist das Loch, wo das Kind durch muss. Oder? What the heck? Was ist hier da schon wieder? Kleine Salbenmacher-Level. Ja, ich habe jetzt nicht grinden können, weil ich so eine Zwischensequenz, dass der Fettzeug überlebt hat. Ah, da oben ist der. Okay. Nix brave. Ha, Impfung? Was kann Impfung? Macht mir das immun gegen Gift oder so? Eventuell? Stimmt das sogar? Verwende einen Verbrauchsgegenstand, der ein Ziel von einem Statuseffekt heilt, um für 6 Runden eine Unempfindlichkeit gegenüber diesem Statuseffekt zu erzielen. Das heißt, wenn ihr gegen Gift zur Impfung macht, könnt ihr mir für 6 Runden immun gegen Gift machen. Und Gift heilen. Das wird... Achso, der Fettzeug ist ja gestorben. Zweites Mal, da geht's ja nochmal. Wollte gerade zeigen, falls beim Rematch gegen Stern... könnt ihr das nicht verwenden. Was ist, wenn ihr Allheilmittel in der Impfung verwendet? Das ist der Platz. Da ist ein Stone-Lever an der Back of this narrow hole. Just a second.
He wasn't kidding. Only Egil or Eri could fit down there. Okay, here I go. Fire! See? Whoa! I felt a blast of hot air! The Temple of Fire must be down here. Oh. Unterlauf. This cave is the same as the one from my dreams. A fire vestal told me the way to go. The Temple of Fire is that way. Great! Way to go, Egil. I only know because the fire vestal told me. It's nothing special. I bet you're glad you brought me though, right? Yes, yes. Let's get going. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den linearen Virgo auch nicht ein kleiner gefunden hätten. Zumal er uns ja jetzt ohne zieht, wo wir rein müssen. Da dampft irgendwas. Da komme ich nicht durch. Noch nicht. Es schaut aus, als könnte man den Vatersteuer irgendwie bewegen, weil da geht es nach links, wenn wir auf der Minimap schauen. Sehen wir das? Ja. Au, verdammt! Vorsichtig, heiß! Ja, ja. Ah, heiß! Autsch, ist das heiß! Da könnte man sich ja schön, schön ganz böse versengen. Wenn du da nicht mit. Wenn du dann. Ich kann nochmal lesen, what the heck? Schau dich dieses Magma doch einmal genau an. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Mit dem richtigen Timing, bla bla bla. Ja, das glüht immer nur ganz kurz und dann kühlt es ab und dann kann man drüber. Haha. Easy. Fang ich eigentlich an zum Brennen, wenn ich. Ih, ein Feuerschleim. Ein Blutpudding. Blutpudding. Ja, das gemacht, das ist ein Feuerschleim. Also, kleiner Bub, ich bin der Meinung, bisher warst du nicht besonders nützlich, weil der Werk ziemlich linear war bisher. Aha. Aha. Und die 1000 Pik hätte man sowieso gefunden. Feuerlaterne. Stiere Feuerlaterne. Da kommt auf der Lava kommt ein Kampf, was? Entschuldigung, auf dem Magma. Ist ein Unterschied. Scheiße, da geht's weiter, verdammt. Dann gehen wir doch zuerst nach rechts. Sind wir eigentlich instant tot? Wenn wir auf die Lava stürmen, auf das Magma. Das hätte mich zu interessieren. Au! Okay, doch, jetzt macht bloß ein bisschen Damage. Autsch, what the heck? Warum? Oh, ich sehe gerade, das tut gar nicht wenig. Autotrank erlernt. Achso, das ist der Dings wieder, gell? So, Hilfsfähigkeit. Trinkt automatisch einen Trank als Selbsthilfe nach Schaden. Naja. Braucht es jetzt nicht unbedingt. Bombersplitter, natürlich. Was hätte man noch ohne Sus gekriegt?
Ein Krampf. Das war gerade Vita. Das war nicht einmal Vitra. Das war gerade Vita. Auf alle. Und das ohne der Weiß. Ohne der Weißmagier-Effekt, dass sich. Dass der Schaden. Oder halt die Heilkraft nicht gesplittet wird, wenn es auf alle geht. Gefällt mir. Nicht schlecht. Absolut nicht schlecht. Scheiß blaue Kiste, die triggert mich. Oh, was ist das denn? Was es so war, sie ist jetzt tot. Au! Echt jetzt? Wir sind für einen Bomberarm dahergekommen. Oh, ich hätte dazwischen Stopp machen sollen. Au, ich stand halt mit der Dini, Trottel. Okay, der war jetzt blöd von mir. Sind halt schon halb tot. Dann will ich dreimal mit kleinen Zehen in so einem Magma hingehängt haben. Was merkt mir das wieder zu? Gezielt. Weißt du, Tiss macht das einfach im Alleingang. Warum haben wir das jetzt getroffen? Ah! Okay, das war mein Fehler, gib's zu. Hör auf mich zu spammen. Ah, warum? Das war gelöscht. Sie fix. Ah, sind wir halt fast tot. Zweimal Heilung und wir sind heile Körperteile. Alter! Ist mir jetzt egal. Nix Brave-Angriff vom Gegner. Er ist einfach ein Boxkampf-Pirat, der ist so cool. Nein, verflucht! Und dann ist die Kiste. Shit. Ich sehe wieder einen Bombersplitter drin, oder so ein Käse. Oh, ein Schutzring. Okay. Überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Der kann was genau? Oh, Morgenstern. Ein Orichalkum-Dolch. Hammerschlagring. Ein plattierter Ring, der Tod aufhebt. Immunität gegen Tod. Wirkt es so gegen Todesurteil? Au! Mann! Aber ich bin froh, dass ich mir die Kiste noch geholt habe. Der Schutzring war es voll wert. Glaube ich, hoffe ich. Der gesegnete Schild mag jetzt nicht so ein toller Schild sein. Ja, was soll ich da machen, wenn das abwechselnd
leuchtet. Statuseffekt minus, okay. Das ist eine interessante Klasse. Das ist eine sehr interessante Klasse. Verkürzte Dauer erlittener Statuseffekte. Das wäre für alle gut. Das wäre echt für alle gut. Mann, verwickt! Das habe ich nicht gesehen, sag mal sorry. Wait, Sackgasse? Okay. Wenn der Kampf jetzt nicht getriggert wäre, wäre jetzt wieder voll reingerannt in das Magma. Ich geb's zu. Ich werde jetzt ungebremst wieder reingerannt. Ah, Moment, komm gleich wieder. Ah, sorry. Ja, ich hab Bereitschaft das Wochenende. Hab grad wie immer gerufen. Jo, weiter geht's. Autsch! Ah! Ah! Okay, macht ca. 300 Schaden, wenn ich da rein stand. Beim Tiss zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei unterschiedlichen Charakteren unterschiedlich viel Damage macht. Hier ein Au. Wie soll denn das gehen? Ich hab 2 Sekunden zum da drüber rennen. Das geht sich niemals aus. Eigentlich bin ich strunzdämlich. Eigentlich bin ich total dämlich. Ich hab doch mit allen 4 Leuten Kerkermeister. Fall mir das erst jetzt hier. Haha. 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 Warum fällt mir das erst jetzt hier, Mann? Ja, toll, jetzt wo ich am Ende bin. Toll. Das ist wieder so typisch ich. Are you getting tired, Eagle? Yeah. It's hot down here. Let's take a little break then. That okay with you, Agnes? Oh, okay. Hey, Eagle. What will you do when the war ends? I don't know. Isn't there anything you're passionate about? I'd like to go to military academy. Then I want to be a guardsman for the shield bearers. My mother and father died noble deaths protecting the top shield bearers. The soldiers of the shield bearers served to protect the fire vestal. I want to shield people, like my mother and father did. Is that so? But I guess I need to find a place to live before that. I have no home to go back to now. After my mother and father died, my grandfather took me in. He was really kind. But he got sick and died soon after. I had nowhere to go. And then I ran into some sword bearers who were rounding up orphans. They took me to the Mithril mine. I see. You've done well to survive on your own. I guess I have. All right, top square. So, sorry. Ich hab den Dialog jetzt gerade überhaupt nicht mitgeschnitten.
muss ja ganz ehrlich zugeben, aber so wie das Game kennen, war es eh nicht so wichtig. Ui, zwei Minotauren. Oh, das sind Zombie-Minotauren, jetzt lese ich das erst. Die können wir kaputt heilen. Ist eigentlich schon lustig, dass unser mächtigster Krieger gegen Zombies bis er Salbenmacher ist mit verstärkten Heileffekten. Mann, das ist viel zu viel Werk. Dort oben links ist eine Kiste, die hole ich mir. Oh. Okay, Gang außen rum. Okay, Gang der ganz lange Weg. Buche bis für mehr Jobpunkte. Are you thirsty, Egil? We should rest a bit. Yeah. Sorry. I have to keep my promise to the Fire Vestal. I don't want to run out of steam before then. You hold the Fire Vestal dear, don't you, Egil? Your faith in crystallism is strong for such a young boy. Well, my mother and father were followers. I'm not sure what followers I believe in of Insta. Yet. The teachings of crystallism are a bit over my head. I don't really know what to make of them. Then why do you brave such perils? Because I made the Fire Vestal a promise. That's all. She always looked so sad in my dreams. I just want to see her smile for a change. Oh. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Was, da fängt's an. Man hat sie noch nie namentlich erwähnt. Oh, komm schon, verarsch mir doch nicht, Spiel. Schick mir da im Kreis? Was soll der Scheiß? Schreibt sich so gern. Dreieinhalbtausend Krit, was? Ich merke gerade, wir leveln das Salbenmacher ja sowieso nervatieren, wenn wir die Story gerade wieder machen. Flammenamulett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das macht. Hashtag Sarkasmus Ende. Echt jetzt? Die ganze Kacke für einen blöden Turbo-Äther. So, da vorne geht's wieder Etage Arme. Okay, da gibt's auch noch nichts Neues. Und wo kommen wir da her, Arne? Da kommen wir. Was hast du, Bücherbrand? Das castet Stille auf die ganze Truppe? Oh. Unvergiftet mich anscheinend. Zum Glück haben wir Items ohne Ende. Schon sehr wichtig für unseren Salbenmacher? Salbenmacher. Flächendeckend. Oh, ist das das Schwarzmagier-Gegenstück zum na, hey, das ist aktive Fähigkeit. Was kann ich? Durch die Verwendung eines Gegenstands werden alle seine Effekte auf alle Ziele angewandt. Ist
Scheiße, ich kann aber flächendeckend damit Impfung kombinieren. Ah, das ist okay. Naja, ich kann halt nur einzelne Gegenstände flächendeckend verwenden. Ich kann zum Beispiel einen Hai-Heiltrank, wie sie es nennen, auf die ganze Gruppe anwenden. Aber ich kann jetzt nicht eine Impfung herstellen und die noch auf alle verwenden. Na, ich kann bloß mit Experiment Gegenstände erzeugen, die mir dann auch im Inventar landen. Ein Inferno Golem. Alter, der. What the heck? What? Ach, was mache ich denn? Ich hab nur Engel? Ich hab nicht einmal Erzengel. Wo krieg ich Erzengel her? Jetzt ist ein verflucht langes Dungeon mit Luther Fallen. Hauptsächlich ist Diamantenstaub. Was kann der Diamantenstab? Fügt 25% mehr Schaden zu, wenn mehrere Gegner gleichzeitig angegriffen werden. Es ist einfach nur ein Diamantenstab. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt erhofft habe, was es hätte sie sollen. Es ist einfach nur ein gerader Stab aus Diamant. Wie so ein Kampfstock. Wie so ein Berserkstil aus Diamant. Wait a second. Erhöht das jetzt so der Heileffekt um 25%, wenn ihr das auf alles anwendet? Ich glaube, wir boosten gerade so einen White Mage total. Total unbeabsichtigt. Und sowieso schon die Schorikalkum, das härteste. Was macht der Eulendude da? Ich kann da gerade das gleiche, was ich auch denke. Zu dem Eulendude im Kampf. Hat er zu viele Abzweigungen? Fackelbeil. Macht sicher Feuerschaden, oder? Ja. Warum kriege ich in einem Feuerdungeon eine Feueraxt, die Feuerschaden macht auf Feuerelementarwesen, die durch Feuer heil? Da wäre jetzt. Oh, warte mal, ich habe doch irgendein Wasserschwert. Ich habe Eis. Ich müsste Eisschwert haben irgendwo. Wait a second. Wer hat das Schwert? Die Lia hat das Schwert. Zwei Hände. Wasserdurchdrängtes Schwert aus eisigem Metall. Macht zwar weniger Grundschaden, aber es hat Wasserelement. Ich möchte mal schauen, ob man damit eventuell vielleicht da jetzt sogar mehr Schaden macht. Nope.
Nope, definitiv nicht. Gut, dann kriegt er wieder seine zwei Hände. Schade, jetzt kommt das Gewicht des Pflichtes Clues. Ich hätte mich nicht wundern, wenn wir da hinter der Eulendude treffen mit der Feuerbeschwörung. Vielleicht ist er das, aber er kommt nicht einmal zum Zug. Scheiße. Warten wir mal. Muss beim nächsten Kampf, wo der auftaucht, muss ich mal Autokampf unterbrechen und mal defaulten. Windstoß erhalten. Ein Windelementarbogen. Ach, das ist ja Goleroni schon wieder. Unser Wasser. Achso, Flächendecken bringt mir da gar nichts. Warte mal. Weil der kontert, physische Angriffe sowieso schon. Hauen wir da mal mit Magie um. Oder so. Alter, geisiert, tut echt viele, man. Das kostet zwar 2 WP oder 3. Macht richtig nice Damage. Oh, wir nehmen schon wieder eine Stunde auf, sehe ich gerade. Habe ich jetzt eine halbe Stunde lang da drinnen gehängt? Oh oh. I've seen this place before. We're almost at the Temple of Fire. I wonder if that crevice leads into the temple. The earthquakes are getting stronger. Watch your step. If you die here, Agnes, the world's last hope will perish with you. I know. Ist eigentlich schon brutal, gell? Dass das Schicksal der Welt von so einer Dummgurk abhängt. The ground's collapsing under us. Run! Platsch! Ist hätte Lava gefallen? Oh. Hey, go! Oh no! I'll get him! Ich lese immer egal. Hang in there! We'll get you up! Ich meine, logisch, es hat ja Konsequenzen haben müssen, dass wir dann dabei haben. You die here. Your life belongs to more than just you now. I know it's hard, but stay focused on your mission. Lucky stars, you survived. One wrong step, and you all would have been toast. That goes double for you, Agnes. Have you forgotten you are a crystal vestal? Hey, are you even listening to me? Are you all right, Eagle?
Thanks for saving me. You really gave us a scare. I could say the same of you. Huh? We all said we'd help Eagle, and yet you leapt in alone. What are you laughing for? I'm being serious here. It's just... your face is covered in mud, Agnes. What? Ah, das ist ja so lustig. Where exactly did you think you were going, Agnes? That was a shock. You picked a bad time to show you have no sense of direction. The way Agnes caught both of you with those spindly arms of hers is a story I'll pass down to my grandchildren. I didn't know you had it in you, Agnes. I've got eyes like a hawk, yet you kept it hidden all this time. It was just the adrenaline. I surprised even myself. So you acted without thinking whether you could pull it off? Yes. I'm just glad we're all safe and sound. Tiz, and Adia, and Ringabel. I'm so sorry for saying such terrible things. Will you still stay at my side? Of course! Oh, not you, Eagle. He took my line! Enough giggling! We have to hurry to the Temple of Fire! Come on! Time is running out! Kommen wir jetzt wieder zurück? Na, warum? Ich wollte aber da wieder zurück. Oh, wenn das Doppler-Ei kriegt. Was kriegen wir auf Stufe 10? 11? Ach, jetzt Pantheons. Melodica-Hemd. Klingt wie etwas für ein Ringabel. Ja, was machen wir als erstes? Ich will jetzt die Dinge da. Nehmen wir das Zwiebelhemd. So, in der Reihenfolge, wie ich es gefunden habe. Zwiebelhemd, bestätigen, zack, bumm. Eine Stunde. Das heißt, am Ende von der nächsten Folge dürfte man das Zwiebelhemd kaufen können. Ich weiß noch nicht, was es kostet, ob es überhaupt was kostet. Aber unsere Sendezeit ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht wieder. Und tschüss.